Hauptsächlich studiere ich ja katholische Theologie in Münster. Aber wenn ich nicht gerade in der Uni sitze, bin ich ganz viel in diesem Haus hier hinter uns. In diesem Haus sitzen die katholischen Kinder- und Jugendverbände des Bistums Osnabrück. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Verbände haben dort ihre Büros. Und weil auch ich dort seit 3 Jahren Vorsitzende bin, verbringe ich auch relativ viel Zeit dort. Mit Sitzungen, Besprechungen und auch mit Politik. Das heißt Bistumspolitik, also Kirchenpolitik, aber auch Landespolitik und Bundespolitik. Wir machen uns viele Gedanken, wie die Zukunft für Kinder und Jugendliche aussehen kann. Und genau deshalb brenne ich auch so für diese Arbeit. Ich finde, es ist eins der wichtigsten Güter, dass wir Kinder und Jugendliche ernst nehmen und sie teilhaben lassen an dem, was so in der Welt geschieht. Genau das wollen wir versuchen mit unserer Arbeit und unserem Engagement.